Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Bandit-Herausforderung Nummer 8 machst. Wir müssen hier jetzt einfach einen Wagen schnappen, ihn stehlen und dann zum Hehler bringen. Und das müssen wir dann genau 7-mal tun. So, hier kleine Sache, also weil ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht und ich möchte dich darauf hinweisen, dass du den eben nicht machst. Vielleicht hast du ja denselben gemacht. Und zwar bei der Herausforderung Nummer 6 mussten wir ja schon die Pferde zu einem Hehler bringen. Was habe ich gemacht? Ich habe dann dasselbe, wollte ich dann genauso machen, bin zu einem Hehler gefahren, habe gemerkt, das funktioniert ja gar nicht. Ja, weil wenn man hier zu Ende liest, dann sieht man hier, dass es ein anderer Hehler ist. Der befindet sich nämlich auf der Emmerland Range. Sie befindet sich genau hier. Du siehst es hier, ja? Und hier ist der Hehler. Der hat nämlich einen Schuppen, da kann man den Wagen reinfahren. So, wo befindet sie sich? Hier ist Roots, hier ist St. Denis. Und hier ist sie. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten, die Sache anzugehen. Entweder du schnappst dir so einen Wagen einfach von der Straße. Oder du nimmst einfach eine Postkutsche. Die kostet dann ein bisschen. Du nimmst sie einfach, lässt dich fahren, dann überfällst du ihn, nimmst die Kutsche und fährst sie dann zum Hehler. Hier sind wir auch schon beim Hehler angekommen. Er öffnet die Tore für dich, fährst einfach den Wagen rein. Du siehst, sobald du den Wagen reingefahren hast, gibt er dir das Geld automatisch. Also so einfach ist es. Du nimmst dir einfach eine, fährst hier rein. Fertig. Und das Ganze müssen wir einfach 7-mal machen. Denke auch daran, den Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Herausforderung.